In China hatten sich im Laufe der Ereignisse zwei verschiedene Kampfarten entwickelt, die jedoch gleichen Ursprungs waren. Sie basierten auf der Trunkenheit. Im Süden wurde sie mit Perfektion von Sam dem Trinker beherrscht, dessen zum Reiswein ihn unbesiegbar machte und ihm hohes Ehren einbrachte. Im Norden dagegen war ein hochmütiger und grausamer Mann die Nummer 1, der überall, wo er auftauchte, Furcht und Schrecken verbreitete. Sein Name war Todesfuß, denn er hatte den Kampf im trunkenen Zustand mit dem Mantis-Kung-Fu vereint, was unausweichlich zum Tod des Gegners führte. Dieser Todesfuß machte sich nun in Begleitung seines Schülers auf den Weg nach Süden, um Sam, den Trinker, herauszufordern. Hey, Kellner! Ja, sofort. Was darf es sein? Ich möchte zahlen. Aber es ist uns eine Ehre, euch einzuladen. Das geht aufs Haus, wie immer. Das ist aber nicht nötig. Setzt es nur auf meine Rechnung. Wie ihr wollt. Das heißt, ich will euch nicht beleidigen. Ich nehme die Einladung an. Bleib stehen! Bist du Sam der Trinker? Warum? Bist du's? Glaubst du Sam der Trinker, wenn er seinen Namen verleugnet? Zahl deine Rechnung. Weshalb? Wenn du jetzt nicht bezahlst, hast du keine Gelegenheit mehr dazu. Der Ruhm von Sam dem Trinker hat sich bis zu uns verbreitet. Deshalb bin ich extra aus dem Norden hierher gekommen, um dir zu zeigen, dass ich Todesfuß doch der Bessere bin. Todesfuß? Hört auf! Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet! Seht doch, ich bin nicht Sam der Trinker! Ich bin nur ein entfernter Verwandter! Dann solltest du nicht in dieser Verkleidung herumlaufen. Aber da du angibst, mit ihm verwandt zu sein, musst du jetzt ebenfalls sterben. Was fällt dir ein? Wir haben Hunger. Wie lange sollen wir hier noch umsetzen? Komm gefälligst her, na wird's bald. Aber schnell! Zweimal Nudeln, bitte. Das wird auch Zeit. Kellner, hey! Habt ihr noch einen Wunsch? Was soll das? Sieh dir das an. Zweimal Nudeln. So, dann sieh sie dir mal genauer an. Das sind Zwiebeln. Die schmecken ausgezeichnet.
Hey, hier sind noch ein paar Zwiebeln für dich. Das ist nicht zu fassen, so viele. Und die frisst du gefälligst auch. Da kriege ich ja Magenkribbeln. Ich bring euch lieber zwei neue. Hey, du hast es selbst gesehen, Bürschchen. Da waren Fliegen in unserem Essen. Wir wollen unser Geld zurück. Wegen der paar Fliegen? Das geht nicht. Du willst wohl Ärger haben, was? Da brauchst du nicht lange warten. Das ist doch nicht meine Schuld. Ihr habt angefangen. Was? Das ist doch wohl die Höhe. Jetzt versuchen wir uns auch das noch in die Schuhe zu schieben. Wir werden dir eine Lektion erteilen. Entenfuß. Alle meine Hähnchen. Hey, ich picke dich wie Hühnerfutter. Jetzt hör auf mit dem Quatsch. Soll ich euch vielleicht füttern? Da habt ihr ganz schön Federn gelassen. Gut, ausgezeichnet. Ich muss dir direkt dankbar sein. Ja. Da habt ihr nicht Unrecht. Du bist sofort entlassen. Obst, Gemüse, Obst. So, Sam, hier ist dein Wein. Mach 3 Yen. Ja, sofort. Dich was schämen. Meine Schwester hier ist schwanger und du willst sie nicht heiraten? Was? Ich soll sie geschwängert haben? Das ist unmöglich. Wie kommst du da drauf? Ich weiß es sogar ganz genau. Dein Hintern ist über und über mit Pickeln besät. Das ist mir völlig neu. Du lässt jetzt die Hosen runter auf der Stelle. Dann haben wir den Beweis. Runter damit. Ich will deinen Hintern sehen. Wir gleich sehen, wo wir dran sind. Mach schon. Sag schon, warum versuchst du mir das? Was verlangst du denn noch von mir? Ist das nicht deutlich genug? Du hast meiner Schwester erst ein Kind gemacht und sie dann sitzen lassen. Unser guten Namen hast du in den Dreck gezogen. Und das ist alles bloß deine Schuld. Was sollen wir jetzt tun? Was für eine Schande. Ich werde mich umbringen. Warte, das darfst du nicht. Komm sofort zurück. Nicht so hastig, Freundchen. Wo ist mein Geld? Hey, das steht dir doch wohl zu. Schließlich hast du sie aufgeblasen und jetzt bringt sie sich womöglich nach um. Ja. Ja, die stirbt sicher nicht. Lass mich aber los. Aber du wirst sterben, wenn du mir nicht sofort mein Geld wiedergibst. Hör auf! Du Idiot! Ihr habt mich bestohlen, ja! Nachdem du ihr einen dicken Bauch gemacht hast, hat sie ja wohl ein Recht dazu. Ach, denk doch nach! Ich habe überhaupt nichts damit zu tun! Glaubst du, in meinem Alter ist man überhaupt noch in der Lage, einen solchen Fehltritt zu begehen? Das kannst du jemand anders weismachen. Du hast bestimmt noch nicht die Flinte ins Korn geworfen. Was verstehst du schon davon? Deine Mutter soll in Zukunft besser auf dich aufpassen. Was fällt dir ein? Du beleidigst meine Mutter? Dafür sollst du büßen, Alter. Ach.
Großschnauze, siehst du diese Faust hier? Damit stopfe ich dir dein Maul. Hier bin ich. Traumtänzer. Nächstes Mal bist du freundlicher. Hey, ich will, dass du heute bezahlst. Und zwar sofort. Sonst werde ich böse. Ich habe keine Schulden gemacht. Das war mein Mann. Ha? Wieso soll ich auf ihn warten? Du haftest genauso wie er. Das sind Familienschulden. Ich rate dir zum letzten Mal zu bezahlen. Na schön. Wie viel schuldet er dir denn? Das war vor etwa 2 Jahren. Da habe ich ihm $5 geliehen. Das macht bei 20% Zinsen in der Woche etwa alles zusammen... Ich mache euch einen Sonderpreis. Sagen wir $400, alles in allem. Was? 400? Das ist Wucher. Ach, wer redet hier von Wucher? Das nennt man Kapitalgewinn. Ach, so viel habe ich nicht. Und selbst wenn ich es hätte, würde ich es dir bestimmt nicht geben. Ich kann dir nur mich selbst anbieten. Ja? Bist du bereit? Du bist mir zu alt. Wer kann mit dir, alten Schachtel, noch was anfangen? Du wagst es mir, eine Ohrfeige zu geben, du klapprige Spinatwachtel? Na warte, das kriegst du wieder. Ah, jetzt gib mir ein Licht auf, das hat Sam dir beigebracht. Scher dich zum Teufel, du Anlagenberater! Ich gehe nicht eher von hier weg, bis ich mein Geld von dir gekriegt habe. Jetzt werde ich dir noch ein paar Zinsen dazu zahlen, wenn du willst. Schulde ich dir jetzt noch was? Nein, vergessen wir es. Ist schon gut. Verschwinde. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Du hast was vergessen. Das muss ausgerechnet mir passieren. Bitte, was habe ich denn getan, dass du mich so behandelst? Hast du doch noch mal nach Haus gefunden. Wer sich lange nicht sieht, streitet sich auch nicht. Bist du verrückt? Wie kommst du dazu, mich zu schlagen? Während du in der Kneipe herumgehockt hast, wäre ich hier fast umgekommen. Diese Ohrfeige hast du dir verdient. Entschuldige, das tut mir leid. Nicht alles kaputt. Das kostet nur Geld. Da hättest du auch früher schon mal drauf kommen können, anstatt dir überall etwas zu leihen. Jeden Tag stehen die Gläubiger vor der Tür. Ich mach das nicht mehr mit. Ja, es tut mir wirklich leid. Was sagst du jetzt nur? Mach den Besen nicht kaputt, das bringt Unglück. Es war ein Unglück, dich zu heiraten. Bitte. Du kannst wirklich von Glück reden. Du hast mir noch nie einen Cent geschickt. Was glaubst du eigentlich, wovon ich lebe? Von frischer Luft? Was? Na, warte! Das ist nicht wahr! Oh.
Das muss ich mir von dir nicht gefallen lassen. Ich habe dir Geld geschickt. Nein, und das nützt sie jetzt auch nicht. Lass sie los. Was? Du schon wieder? Das darf doch nicht wahr sein. Du wagst es, meine Mutter zu schlagen. Warte, Foggy. Das ist dein Vater. Was? Das ist mein Vater? Oh je. Begrüße deinen Vater. Tag, Vater. Hör doch auf, oder sagst du zu jedem, der einen Bart hat, Vater? Ah, jetzt verstehe ich. Du bist ein bisschen... Was heißt das? Na ja. Oh, glaubst du vielleicht, dass ich einen anderen Mann hatte? Du hast eine schlechte Fantasie. Ich habe ihn adoptiert. Oh, nein. Diese hässliche Filzlaus hast du also adoptiert. War denn keine hübschere aufzutreiben? Oh, er ist ein sehr lieber Junge. Sag, hast du mir nicht eben gesagt, du hättest mir Geld geschickt? Aber ja, ich hab's dir ganz bestimmt durch die Bank überweisen lassen. Nichts habe ich gekriegt. Das ist doch wieder nur eine von deinen Geschichten. Du hast es nicht gekriegt? Nur keine Angst. Ihr Geld ist dir bestens aufgehoben. Hey. Ich packe sofort für Sie in den Safe. Ja? Es wird doch Zeit. Ich mag keine Schwätzer. Ich mag Schwätzer sogar ganz besonders. Was sagen Sie? Um Ihnen die Visage zu polieren. Dann kann ich Ihnen ja, vertrauen. Ja, natürlich. Danke für Ihren Besuch. Keine Ursache. Vielen Dank. Beehren Sie uns wieder. Was willst du hier? Los, mach, dass du wegkommst. Wir sind eine respektable Bank und verschenken nichts an Schmarotzer. Augenblick. Wir sind hier nicht als Bettler unterwegs. Wir wollen deinen Herrn sprechen, um mit ihm etwas zu bereden. Ist es was Geschäftliches? Ja. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich bin hier der Chef. Nehmen wir nur herein. Ja, dann sind wir ja an der richtigen Adresse. Ja, er hat über deine Bank meiner Mutter Geld angewiesen. Aber das ist nie angekommen. Genau. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass ihr ein Halsabschneider seid. Oder liege ich da falsch? Hey, ihr wollt doch nicht meinen guten Namen in den Schmutz ziehen, indem ihr mir Unterschlagung vorwerft. Seht euch nur mal diesen Stein an. Oder hier, diese goldene Kette, die vielen Ringe an meiner Hand. Seht nur diesen Goldzahn. Glaubt ihr, ich hätte euer lausiges Geld nötig? Das glaubt euch eh keiner. Wie wollt ihr das auch beweisen? Das lass nur unsere Sorge sein. Hier, die Einzahlungsquittung. Weshalb sollen wir plötzlich den... Lasst uns das in Ruhe klären. Das ist wirklich eine sehr heikle Angelegenheit, ja? So, jetzt gib uns sofort unser Geld. Oder wir machen dich fertig. Das wollen wir doch sehen. Was soll denn das sein? Kung Fu! Den übernehme ich. Na schön, wenn du meinst. Tiger! Dann wollen wir dich mal kraulen. Achtung, dein Ellenbogen. Bist du vielleicht Linkshänder? Schön das Ärmchen strecken. Eine Spinne könnte denken, du wärst mit ihr verwandt. Dwerchfellsausen. Jetzt machen wir ein bisschen Karussell mit dir. Hilfe nicht, lass mich runter, mir ist schwindelig. Wiedersehen. Na, willst du noch mehr vom Himmel sehen, Kleiner? Vater, ich schaff's nicht. Oh ja, hast du doch die große Klappe gehabt. Jetzt mach's auch. Ihr seid zwar aufrecht hier reingekommen, aber ihr werdet im hohen Bogen mit dem Hintern zuerst hier rausfliegen. Ja, mach. Mir ist plötzlich ganz schlecht.
Versuch's doch mal auf der anderen Schulter. Ja, gute Idee. Das halte ich nicht aus. Das ist die Überweisung von Januar. Die nehme ich als kleine Zugabe. Ich habe nämlich heute einen Ernst. Nein, das sind ja auch noch, ich sehe gar nichts mehr. Heute ist der Tag des Roten Drachen, des Schutzpatrons meiner Nase. Gib das her! Gib das her! Oh, echt Gold! Nein, die kriegst du nicht! Komm, mein Hündchen, komm, komm, komm! Mein Hals. Wo ist meine Kette? Wo ist meine goldene Kette? Die ist bei ihrem rechtmäßigen Besitzer. Ihr Götter der Moneten, ihr müsst mir helfen. Und ob ich dir helfen werde, Glas weiß. Meine Nase. Jetzt ist sie genauso rot wie meine. Jetzt geh schön auf den Eimer, so? Setz dich! Super schön an! Ah. Das ist auch gut für die Haare! Ja! Hier, trink einen Tee, aber Vorsicht, er ist heiß. Das Kung-Fu von diesem Bankier war wirklich nicht schlecht. Das sah nur so aus, weil du so miserabel warst. Das stimmt. Weshalb bringst du es mir nicht auch bei, dann könnte ich vielleicht gewinnen. Was soll ich dir beibringen? Die trinkende Faust. Die trinkende Faust? Dir Kung-Fu beibringen, dazu bist du zu blöd, zu faul und viel zu unbegabt. Und dazu noch die trinkende Faust. Mutter hat mir schon ein bisschen gezeigt und gemeint, wenn du wieder Foggy, da wärst... Foggy, was redest du so viel? Zeig ihm doch lieber, was du gelernt hast. Du hast recht. Fast wäre es schief gegangen. Aber ist es nicht kaputt? Was war das für eine Kampfart? Er kämpft wie eine Oma. Hat er das etwa von dir, mein braves Mittelchen? Jetzt reicht es mir aber. Er ist genauso dein Sohn wie meiner. Also bring ihm was bei. Es ist deine Pflicht. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Trinkende Faust beizubringen, das lernst du nie. Dazu bist du zu blöd. Kellner, ich möchte zahlen. Dann Fleischklößchen, süß. Sofort. Mach 3,25. Was? So viel? Bist du sicher, dass das stimmt? Aber natürlich, seien Sie es ja mit dabei. Na, Vater? Was tust du hier? Mutter hat gesagt, ich soll dir nachgehen. Warte einen Moment, ich muss mal. Sehen, wann dieser Dummkopf das merkt, da muss er schon früher aufstehen, um Sam den Trinker zu überlisten. Oh.
Wolltest du mich etwa loswerden, Vater? Red kein Blödsinn. Geh und sag deiner Mutter, dass ich hier bin und auf sie warte. Hey, das ist nicht nett von dir, Vater. Mutter hat mir versprochen, du bringst mir die trinkende Faust bei. Betrunken kämpfen ist gefährlich. Hey, na und? Ich habe keine Angst. Du hast wirklich keine Angst? Aber nein, ich bin zu allem bereit. Na schön. Einverstanden. Also, fangen wir mit der einfachsten, aber wichtigsten Übung an. Die Stärkung des Gleichgewichtsgefühls. Oh, das habe ich schon längst begriffen. Gut. Hände vor, rechter Bein hoch, Pferdefuß. Na los, los. Linke gerade. Becher halten. Hinterm Ohr. Rechte Hand durchstrecken. Und runterbeugen. Im Kreis drehen. Schneller. Na, was ist? Du schläfst ja ein. Halt! Das genügt. Jetzt hol dir diese Schale hier. Weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist? Los, schneller! Ja. Dann steig doch hübsch runter, mein Kleiner. Oh, mein Hintern. Na, Vater, habe ich Fortschritte gemacht? Doch. Nach unten. Sag mal, wann bringst du mir Kämpfen bei? In 3 Tagen, so bald? Nein, in 3 Jahren. Warum erst in 3 Jahren? Ein Jahr musst du stehen lernen, ein Jahr, weil du ein Trottel bist, und ein weiteres Jahr, weil du nichts begreifst. Also mindestens 3 Jahre. Kopf hoch, trink was. Ich habe noch nie was getrunken. Mutter hat gesagt, ich soll mir dich vor Augen halten. Ich werde doch nicht trinken. So? Wenn du die trinkende Faust lernen willst, musst du aber trinken. Oh, ja. Das ist kein Gift. Jetzt trink! So! Ja. Oh nein! Wenn du von einem Schluck schon betrunken bist, wie willst du denn da die trinkende Faust begreifen? Hm? Du bist zu blöd dazu. Jede Sekunde, die ich mit dir arbeite, ist vertane Zeit. Du würdest mir nur Schande machen. Yeah.
Der Junge ist wirklich fleißig. Da fehlt mir doch ein Schuh. Vater, ich weiß, ich bin nicht dein richtiger Sohn. Deshalb habe ich nicht das Recht, etwas von dir zu erwarten. Mutter hat mir viel von deinem Kung-Fu erzählt und ich solle nur auf dich warten. Ich hatte nie daran gedacht, dass du mich als Schüler ablehnen könntest. Du hast mir in den letzten Tagen oft gesagt, dass ich dumm bin und es mir auch oft genug gezeigt. Daran habe ich bemerkt, dass du mich in Wirklichkeit nicht magst. Um euch nicht zur Last zu fallen, gehe ich lieber weg. Trotzdem danke ich euch sehr und werde euch nie vergessen. Ich möchte dich auch weiterhin Vater nennen dürfen. Mutter wünscht sich, dass du öfter mal nach Hause kämst. In Liebe, Foggy. Ich sollte doch auf dich aufpassen und das kommt dabei heraus. Wo hast du ihn gelassen? Ja, wenn ich das wüsste, glaubst du dann, dann wäre ich hier? Was soll das heißen? Er ist doch die ganze Zeit bei dir gewesen. Ach, was weiß ich. Er ist einfach davongelaufen. Wenn dieser Idiot da draußen noch länger sitzen bleibt, haben wir nie Feierabend. Am liebsten würde ich ihm Tritt in den Hintern geben. Das würde ich an deiner Stelle bleiben lassen. Ich habe eine Idee. Du könntest es schaffen, dass er geht. Ich? Wie kommst du denn darauf? Na klar. Du brauchst ihn einfach nur zu vergraulen. Ohne mich. Ach du. Jetzt stell dich nicht so an. Na los, nun mach schon. Komm. Hab keine Angst. Komm. Hey du, wir wollen zumachen. Willst du etwa noch was? Hä? Wir haben nun mal keine Lust, ewig zu warten, bis du gehst. Hast du Bohnen in den Ohren? Bezahl gefälligst. Tja, das macht eine 4. Du redest ein bisschen zu viel. Halt, Moment! Wir haben leider schon geschlossen. Sie müssen wieder gehen. Meister? Hör auf damit. Sag mir lieber, ob du Sam den Trinker kennst. Ah, Sam den Trinker sucht ihr. Aber natürlich, jedermann kennt ihn hier. So berühmt ist er? Seine Technik ist weltberühmt. Dann kannst du mir ja wohl auch sagen, wo er wohnt. Oh, das sagt ihr so leicht, aber diese Frage ist schwer zu beantworten. Er führt ein Leben wie ein Drache. Er taucht auf, aber keiner weiß, woher. Ach, darf ich euch fragen, was ihr von ihm wollt? Ach, sicher wollt ihr Unterricht bei ihm nehmen. Der ist doch zu alt, der Knabe. 10 Jahre zu alt. Auch dem Affen kann der Tiger nichts anhaben. Eine trinkende Faust werdet ihr schon noch kennenlernen, aber die nordische... Trinkende Faust? Jetzt pass auf, ich brauche 2 Zimmer. Jawohl. Und dann bestellst du mir noch einen Sarg. Für Sam den Tränker. Der muss Ameisen in der Hose haben. Kellner? Bring mir noch ein Glas Wasser. Kellner! Wasser? Ich soll dir Wasser holen? Frag doch deine Tante. Du solltest deine Zunge lieber etwas im Zaum halten. Ha, mag schon sein. Hab ich richtig gehört, ihr habt einen Sarg bestellt? Ja und? Ich glaube kaum, dass einer reichen wird. Und wieso nicht? Wieso? 2 Leichen in einem Sarg? Das dürfte eng werden.
Wie du meinst. Dann werde ich für dich eben noch einen nachbestellen. Die trinkende Faust. Ganz recht. Dann kennst du Sam, den Trinker. Ich nenne ihn Vater, aber ich bin nicht sein Sohn. Und wenn er auch mein Lehrmeister ist, so bin ich noch lange nicht sein Schüler. Hast du das begriffen? Ob Lehrmeister oder Schüler, Vater oder Sohn, ich will von dir wissen, wo Sam der Trinker ist. Ich könnte euch schon sagen, wo ihr ihn finden könnt. Aber ich denke nicht daran, es euch zu verraten. Mhm, dann brauchst du erst nach links und rechts ein paar hinter die Ohren, was? Versuch's doch. Pass gleich aus. Du Dummkopf, dann pass mal schön weiter auf. Der Gott Mio hält einen Becher in der Hand. Aber nicht so, da läuft ja der ganze Wein raus. Das ist ja schade. Und jetzt kommt noch was Besseres. Ja, schon genug? Ist Sam der Trinker? Los, raus damit! Oder willst du erst noch ein bisschen Gras fressen? Wenn du es mir sagst, lasse ich dich laufen. Wenn du mich tötest, kann ich dir wenigstens nicht verraten. Oh. Lass ihn laufen. Aber er... Lass ihn. Meister, nur die Ruhe. Er führt uns zu Sam, dem Trinker. Oh nein! Na nun! Was ist passiert? Oh. Sam, der Trinker. Nett, dich kennenzulernen. Und wer bist du? Wo ich hinkomme, nennt man mich Todesfuß. Oh, welch große Überraschung. Bei Vollmond macht Wein einen klaren Kopf. Ich weiß nicht. Alleine trinken würde mir echt keinen Spaß machen. Gut, Sam. Dann wollen wir gemeinsam trinken. Du gibst mir einen aus? Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hier, für dich. Oh, Reiswein. Ein guter Tropfen, nicht zu verachten. Auf dein Wohl dann. Na, vielen Dank. Ich gratuliere. Ein wahrer Meister. Perfekt. Fantastisch. Nicht der Rede wert. Ich hätte nicht gedacht, dass mein alter Fettwanz noch so elastisch ist.
Du solltest vorsichtiger sein. Halb so wild. Mach dir um mich keine Sorgen, ich vertrag einiges. Hey, Alter, hast du dein Schälchen verloren? Jetzt nicht. Einen guten Tropfen sollte man nicht zurückweisen. Ich schon. Das ist unhöflich. Na schön, dann will ich nicht unhöflich sein. Aber auch deine Schale soll jederzeit voll sein. Wer weiß, was das Leben bringt. Bevor du weiter alleine trinkst, würde ich an deiner Stelle mal den Vollmond befragen. Das darf man doch nicht verkommen lassen. Jetzt sag mal, du hast die weite Reise gemacht, nur um mich kennenzulernen? Dafür musst du doch einen ganz besonderen Grund gehabt haben. Ich habe so viel von der trinkenden Faust gehört, deiner Kampftechnik. Ich wollte sie einfach nur mal mit meinen eigenen Augen sehen. Oft wird bei solchen Geschichten ziemlich übertrieben. Aber in diesem Fall darf ich stolz zugeben, ich habe noch nie verloren. Du hast wohl auch noch nie was von Bescheidenheit gehört. Genau wie ein Kind im Spiegel Fratzen schneidet. Habe ich recht? Es gibt nichts Schöneres für mich als einen guten Wein. Machen wir nicht vorher noch ein kleines Spielchen? Hier könnte ich so die ganze Nacht durchzechen. Ich habe nur keine Lust, dich länger zu ertragen. Soll ich dir in dein Groß mal noch einen reinschütten? Deine Trunkenheit kommt nicht vom Wein. Bist du langsam nervös, was? Das war mein bester Wein seit langem und du Pfeife verschüttest alles! Alleine essen macht fett, aber alleine trinken macht Feinde. Die Welt ist mein.
denke, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Der Weingeist drückt dir jetzt ganz langsam die Kehle zu. Ich fühle mich schon fast wie im siebten Himmel. Dann mach dein Testament. Der Schweinebauch im Reisrand und das zu so später Stunde. Jetzt wirst du noch das Füßchen kennenlernen. Den Namen trägst du nicht zu Unrecht. Aber jetzt werde ich dir mal zeigen, wie der Hase läuft. Sam, du Trinker, ich bin bereit. Das muss doch sein. Gottes Weines, ich trinke auf dein Wohl. Still. Der trinkende Mantis wird dich zerquetschen. Schämen, Alter. Oh. Jetzt werde ich dir den Hintern versohlen. Du hättest nicht herkommen sollen. Jetzt sitzt du nämlich in der Falle und wirst sterben. Ich bin ein unschuldiges Mädchen. Ihr wollt mich verführen. Du, bleib mir aus dem Schritt. Was fällt dir ein, eine Dame in den Arsch zu treten? Gleich wirst du eine echte Dame sein. Dir noch einen Schluck Wein, bevor du zur Hölle fährst. Ja.
komm schnell! Vater, wie fühlst du dich? Sam, was hast du wieder gemacht? Wie, was war denn? Was war? Du warst 3 Tage lang bewusstlos. Ich habe mich nur ein bisschen ausgeruht. Mir geht's schon wieder gut. Du alter Starrkopf, du wirst es wohl nie lernen. Du bist besiegt worden und jetzt gibst du es nicht zu. Los, Vogel, hol ein paar Medikamente für deinen Vater. Wohin so eilig? Pass auf, dass dich nicht der Teufel holt. Es gibt keinen Grund, so zu hetzen. Du lieber Himmel, bist du ein Mensch oder ein Geist? Ich hab mich fast zu Tode erschrocken. Du meinst, ich bin ein Mensch? Bin ich ein Mensch? Sagst du, ich bin ein Geist? Bin ich ein Geist? Krank bin ich und nur noch ein Schatten meiner selbst. Im Sarg rumliegen und harmlose Leute erschrecken, da ist doch jeder froh, wenn du stirbst. Hey, gib mir das gefälligst sofort wieder. Danke für die milde Gabe. Wieder gesund machen. Hey, das ist nicht für dich, sondern für meinen Vater. Kranker Spinner, du stirbst doch sowieso. Gib mir sofort die Medikamente wieder. Aber Dalli! Du hast sie doch schon wieder. Wo sind sie denn? Auf deiner rechten Seite. Auf meiner rechten? Das ist links, das ist rechts. Ich sehe nichts. Wo sind sie denn? Wenn ich rechts sage, dann heißt das für dich links. Für mich links? Das ist hier. Ah, da sind sie ja. Du Quacksalber, da hast du noch mal Glück gehabt. Du, komm sofort da raus. Da wird's bald... Hat's dich endlich erwischt. Musst du einen immer so erschrecken? Hey, Kleiner, nicht so laut. Kann ich vielleicht ein bisschen Ruhe haben? Ich soll ruhig sein? Du hast doch hier die große Klappe. Ich hab dich erkannt. Du hast die Medikamente geklaut und versucht, meinen Vater zu vergiften. Ist dein Vater tot?
Nun sag schon. Noch nicht, aber kurz davor. Ist sein Gesicht ganz rot und hat einen saftigen Durchfall? Ja. Hat er Magenkrämpfe, dass er sich vor Schmerzen zusammenkrümmt und kann er vor Müdigkeit nicht mehr aufstehen? Ja, ja, genau das hat er. Sehr gut, das macht nichts. Geh wieder nach Hause. Moment, du sagst, es geht ihm besser, wenn es ihm aber nun schlechter geht? Das glaube ich nicht. Sonst kommst du eben wieder. Hey, was ist denn das für ein Standpunkt? Und wenn er nun schon tot ist? Na und? Wenn dein Vater stirbt, dann bist du eben ein Waisenkind. Was macht das schon? Dann werde ich dein Vater und somit hast du keinerlei Verlust. Du hast sie wohl nicht alle. Eins verspreche ich dir, wenn deine Krankheit dich nicht umbringt, werde ich ein bisschen nachhelfen. Du willst mich wirklich umbringen? Ja. Augenblick, ich muss deinen Puls messen. Du bist aber auch nicht bei bester Gesundheit. Dein Puls geht etwas unregelmäßig. Du hast Fieber. Und einen etwas trüben Blick. Deiner Zunge nach zu urteilen, leidest du auch unter Verdauungsstörungen. Denk doch bloß mal nach. Ohne Doktor wärst du überhaupt nicht auf der Welt. Ha, ich hätte es auch ohne dich geschafft. Dann werde ich dich wieder dahin zurück befördern. Oh, mein Hintern. Noch immer mit der Ruhe. Hintern waren schon immer meine Spezialität. Oh, mein Kopf. Meinst du, der ist aus Holz? So, dein Kopf. Jetzt wird dem Holzwurm aber ganz schön schwindelig. Na, schon besser? Hey, tut's dir vielleicht sonst noch irgendwo weh? Ich hab hier eine ausgezeichnete Medizin für dich. Ich lass mich von dir nicht länger für dumm verkaufen. Diese Medizin, die du soeben getrunken hast, wird dich von allem heilen. Du wirst nichts Böses mehr in dir haben. Nichts Böses? Oh, ich verstehe. Mutter hat mir oft davon erzählt. Bücher, Zauberei, Krankheit und Wein. Du verkörperst die Krankheit. Du hast es sehr richtig erkannt, mein Junge. Jetzt fängst du an zu lernen. Doktor, darf ich Onkel zu dir sagen? Das hättest du schon lange tun können. Aber noch ist es ja nicht zu spät. Onkel, es heißt, dass ihr vier Brüder die besten Kung-Fu-Kämpfer seid. Ist das wahr? Wahr? Wir haben alle in unserem Leben viel gelernt. Die Größe liegt in der Begabung. Und auch Begabung kann man lernen. Wie die Macht über Krankheiten, Bücher, Zauberei und nicht zuletzt den Wein. Bücher sind nicht gut. Da verliert man sich mit seinen Gedanken. Du Idiot! Wo ist denn das Buch? Man braucht kein Buch. Du musst nur all deine inneren Kräfte auf einen Punkt des Körpers konzentrieren. Kannst du mir das nicht beibringen? Dir? Ich weiß, dass ich dumm bin. Mein Vater hat es mir oft genug gesagt. Ich bin dumm und unbegabt. Hey, lass den Kopf nicht hängen. Ich glaube, ich kenne eine Möglichkeit, dich zu heilen, und zwar sehr schnell. Dann bringst du es mir also bei? Wenn ich's tue, darfst du es aber nicht deinem Vater sagen.
bist du schon müde? Wer sagt denn das? Ist nämlich am wichtigsten. Onkel, es kocht! Oh. Geh runter, sonst komme ich nicht ran. Noch tiefer! Onkel, ich kann nicht mehr! Wenn du Todesfuß schlagen willst, musst du hart trainieren. Ja, ja, ja. Onkel, essen wir diese ganzen Frühlingsrollen alleine? Das würde dir so passen. Hier, fang! Jetzt hast du sie kaputt gemacht. Du sollst sie ja auch fangen. Das kann ich nicht. Wenn du sie richtig fängst, gehen sie nicht kaputt. Jetzt macht er sich über mich lustig. Frühlingsrollen sind viel zu weich. Kein Mensch kann sie so fangen. Siehst du nun, dass man's kann? Alles, was du brauchst, ist Training, Selbstsicherheit und innere Ruhe. Und genau deshalb kannst du es nicht. Kennst du nicht eine bessere Übung? Pass gut auf. Mach's nach. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Du musst Kraft mit Geschicklichkeit verbinden. Kraft und Geschicklichkeit. Hast du deinen Atem in der Gewalt? Der Atem gibt dir Kraft. Konzentriere diese Kraft. Ja.
Diese Frühlingsrollen schmecken ja widerlich. Das sind doch gar keine Frühlingsrollen. Na, was soll das? Ich trainiere ein bisschen. Du Dickschädel, sieh dich doch an, in deinem Alter noch verrückt spielen und Kung-Fu trainieren. Nicht zu fassen, diese Männer. Selber alt, alte Schachtel. Ach nein. Wo bist du die ganze Zeit über gewesen? Los, komm schon, gib Antwort. Oder bist du zu feige? Ich war spazieren. Vielleicht bringt dich das wieder zur Vernunft, meine Mantisklaue. Ich muss Mutter beim Kochen helfen. Kranker Bruder treibt immer noch seine Spielchen. Hat sich die alte Saufnase doch noch mal vor die Tür getraut. Diesmal läufst du mir nicht davon. Davonlaufen? Warum sollte ich das? Mein Stil ist viel besser als deiner. Machen wir eine Runde? Mein Schüler macht gerade deine Frau und deinen Sohn fertig. Sehr gut, dann schicke ich euch sogar noch gleichzeitig ins Grab. Das habe ich mir schon lange gewünscht. Wer bist du? Sag schon, willst du Schulden kassieren? Ich kassiere keine Schulden, nur Menschenleben. Wen willst du töten? Sam den Trinker oder seinen Sohn. Ha, du bist ja verrückt. Außerdem siehst du gar nicht aus wie ein Mörder. Drum halt ich's für besser, du gehst wieder nach Hause. Weibergeschwätz, zeig lieber, was du kannst. Yeah.
jetzt will ich doch mal sehen, was du kannst. Nach 3 Schlägen bist du tot. Na, dann stehst du vor Buddha. Dich so sehen würde. Der wirbelnde Speer. Hast du noch was auf Lager? Wart so ab. Jetzt kommt der Todesstoß. Ist es. Freut mich, dass du uns besuchst. Und weshalb? Dann brauche ich dich nicht überall zu suchen. Du kennst ihn, Fogi? Natürlich, er ist der Schüler von Todesfuß und er hat mal versucht, Vater und mich umzubringen. Wenn mein Meister dich nicht verschont hätte, dann wärst du schon lange von Würmern zerfressen. Mag schon sein, aber jetzt liegt der Fall etwas anders. Du solltest dich hüten. Pass ja auf! Ist das alles, was du kannst? Sei vorsichtig, ich kann mit Speeren nicht umgehen. Sowas nennt man Muffensausen. Magst wohl keine Schuhe, weil deine Füße so stinken. Hunde, die bellen, beißen nicht. Töte mich doch! Warum zögerst du? Derweil macht mein Meister Sam den Trinker fertig. Vater. Sam, habe ich dir noch mal das Leben gerettet? Du Quacksalber, das geht dich nichts an. Du denkst wohl, ich schaff's nicht alleine. Mir soll's recht sein. Du hast also vor, ihm zu helfen. Nein, davon war nicht die Rede. Ich kämpfe nur mit der Stimme, nicht mit den Fäusten. Das kann er alleine. Na, wer hat dir denn gesagt, dass ich Hilfe brauche? Du, ja. Ja. Bitte, ich will nichts damit zu tun haben. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich da raushalten? Wenn du meine Hilfe ablehnst, wird's ja nicht lange dauern. Ich bin gespannt, wie weit du kommst. Jetzt bleibt dir nur eins, alter Mann! Und das wäre? Du versuchst wegzulaufen. Geh zur Hölle. Vater, bist du verletzt? Hat er dich schon wieder angegriffen? Keine Sorge. Alter Trunkenbold, geh zur Hölle. Lass Foggy mal ran. Du hast recht, ja. Ich werde ihn mir vorknöpfen und ihn für dich erledigen. Willst du sterben?
Wenn ich ihn nicht schaffe, wie willst du es dann können? Los, verschwinde! Lass ihn doch, diesen Dummkopf. Erst hat er gegen meinen Schüler verloren, nun tritt er gegen mich an. Nur zu! Es soll mir ein Vergnügen sein, euch beide ins Jenseits zu befördern. Red nur weiter so. Was glaubst du, wessen Speer das mal war? Deinen Schüler habe ich plattgehauen wie eine Flunder. Den werden sie dir unter der Tür durchschieben. Los, mein Junge, jetzt kannst du zeigen, was du gelernt hast. Mach mir ja keine Schande. Onkel, ich werde dich bestimmt nicht enttäuschen. Du willst doch nicht einfach davonlaufen. Was macht der Puls? Du bist ja noch ein Milchtrinker. So weh. Ja, wunderbar. Das war genau die richtige Stelle. Das sind noch Reflexe, was? Das hättest du nicht gedacht, Todesfüßchen. Gibst du schon auf? Hast du Kopfschmerzen? Du hast ja Gummifüßchen. Bleib Schmerzen haben wir auch ein gutes Mittel. Nimm mir nicht die Freude und krieg jetzt einen Herzinfarkt. Dein Herz schlägt unregelmäßig. Meine Hand auch. Des Mantels, Vorsicht! Nur keine Angst. Ich zerquetsche ihn wie eine Wanze. Ich hab dir doch deutlich genug gesagt, du sollst dich da raushalten. Jetzt musst du dich nicht wundern, wenn er dich umbringt. Ha, Sam, der Trinker, jetzt hast du doch noch verloren.
Ja. Bist du verrückt? Jetzt mach nicht schlapp! Werde zur Bestie und bring ihn um! Ach, du siehst doch selber, dass er keine Kraft mehr hat. Ich bin dein Vater. Da kennst du mich denn nicht. Was hast du bloß? Wie kriege ich den bloß wieder zur Vernunft? Halt! Halt! In China hatten sich im Laufe der Ereignisse zwei verschiedene Kampfarten entwickelt, die jedoch gleichen Ursprungs waren. Sie basierten auf der Trunkenheit. Im Süden wurde sie mit Perfektion von Sam dem Trinker beherrscht, dessen zum Reiswein ihn unbesiegbar machte und ihm hohes Ansehen einbrachte. Im Norden dagegen war ein hochmütiger und grausamer Mann die Nummer 1, der überall, wo er auftauchte, Furcht und Schrecken verbreitete. Sein Name war Todesfuß. Denn er hatte den Kampf im trunkenen Zustand mit dem Mantis-Kung-Fu vereint, was unausweichlich zum Tod des Gegners führte. Dieser Todesfuß machte sich nun in Begleitung seines Schülers auf den Weg nach Süden, um Sam, den Trinker, herauszufordern. Hey, Kellner! Ja, sofort. Was darf es sein? Ich möchte zahlen. Aber es ist uns eine Ehre, euch einzuladen. Das geht aufs Haus, wie immer. Das ist aber nicht nötig. Setzt es nur auf meine Rechnung. Wie ihr wollt. Das heißt, ich will euch nicht beleidigen. Ich nehme die Einladung an. Bleib stehen! Bist du Sam der Trinker? Warum? Bist du's? Glaubst du Sam der Trinker würde seinen Namen verleugnen? Dann zahl deine Rechnung. Weshalb? Wenn du jetzt nicht bezahlst, hast du keine Gelegenheit mehr dazu. Der Ruhm von Sam dem Trinker hat sich bis zu uns verbreitet. Deshalb bin ich extra aus dem Norden hierher gekommen, um dir zu zeigen, dass ich Todesfuß doch der Bessere bin. Todesfuß? Hört auf! Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet! Seht doch, ich bin nicht Sam der Trinker! Ich bin nur ein entfernter Verwandter! Dann solltest du nicht in dieser Verkleidung herumlaufen. Aber da du angibst, mit ihm verwandt zu sein, musst du jetzt ebenfalls sterben.
beeil dich gefälligst, die Gäste warten. Hey, was fällt dir ein? Wir haben Hunger. Wie lange sollen wir hier noch rumsitzen? Komm gefälligst her, nach Wirtsball. Aber schnell! Zweimal Nudeln, bitte. Das wird auch Zeit. Hey, Kellner. Hey. Habt ihr noch einen Wunsch? Was soll das? Sieh dir das an. Zweimal Nudeln. So, dann sieh sie dir mal genauer an. Das sind Zwiebeln. Die schmecken ausgezeichnet. Hey, hier sind noch ein paar Zwiebeln für dich. Das ist nicht zu fassen, so viele. Und die frisst du gefälligst auch. Da krieg ich ja Magengrippe. Ich bring euch lieber zwei neue. Hey, du hast es selbst gesehen, Bürschchen. Da waren Fliegen in unserem Essen. Wir wollen unser Geld zurück. Wegen der paar Fliegen? Das geht nicht. Du willst wohl Ärger haben, was? Da brauchst du nicht lange warten. Das ist doch nicht meine Schuld. Ihr habt angefangen. Was? Das ist doch wohl die Höhe. Jetzt versuchen wir uns auch das noch in die Schuhe zu schieben. Wir werden dir eine Lektion erteilen. Entenfuß. Alle meine Hähnchen. Hey, ich picke dich wie Hühnerfutter. Jetzt hör auf mit dem Quatsch. Soll ich euch vielleicht füttern? Da habt ihr ganz schön Federn gelassen. Gut, ausgezeichnet. Ich muss dir direkt dankbar sein. Ja. Da habt ihr nicht Unrecht. Du bist sofort entlassen. Obst, Gemüse, Obst. So, Sam, hier ist dein Wein. Mach 3 Yen. Ja, sofort. Dich was schämen. Meine Schwester hier ist schwanger und du willst sie nicht heiraten? Was? Ich soll sie geschwängert haben? Das ist unmöglich. Wie kommst du da drauf? Ich weiß es sogar ganz genau. Dein Hintern ist über und über mit Pickeln besät. Das ist mir völlig neu. Du lässt jetzt die Hosen runter auf der Stelle. Dann haben wir den Beweis. Runter damit. Ich will deinen Hintern. Wir gleich sehen, wo wir dran sind. Mach schon. Du sag schon, warum versuchst du mir das? Was verlangst du denn noch von mir? Ist das nicht deutlich genug? Du hast meiner Schwester erst ein Kind gemacht und sie dann sitzen lassen. Unseren guten Namen hast du in den Dreck gezogen. Und das ist alles bloß deine Schuld. Was sollen wir jetzt tun? Was für eine Schande. Ich werde mich umbringen. Warte, das darfst du nicht. Komm sofort zurück. Nicht so hastig, Freundchen. Wo ist mein Geld? Hey, das steht dir doch wohl zu. Schließlich hast du sie aufgeblasen und jetzt bringt sie sich womöglich noch um. Ja. Ach, die stirbt sicher nicht. Lass mich aber los. Aber du wirst sterben, wenn du mir nicht sofort mein Geld wiedergibst. Oh. Hör auf! Ja.
Idiot! Die haben mich bestohlen, ja! Nachdem du ihr einen dicken Bauch gemacht hast, hat sie ja wohl ein Recht dazu. Oh, denk doch nach! Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Glaubst du, in meinem Alter ist man überhaupt noch in der Lage, einen solchen Fehltritt zu begehen? Das kannst du jemand anders weismachen. Du hast bestimmt noch nicht die Flinte ins Korn geworfen. Ah, was verstehst du schon davon? Deine Mutter soll in Zukunft besser auf dich aufpassen. Was fällt dir ein? Du beleidigst meine Mutter? Dafür sollst du büßen, Alter. Großschnauze, siehst du diese Faust hier? Damit stopfe ich dir dein Maul. Hier bin ich. Traumtänzer. Nächstes Mal bist du freundlicher. Hey, ich will, dass du heute bezahlst. Und zwar sofort. Sonst werde ich böse. Ich habe keine Schulden gemacht. Das war mein Mann. Ha? Wieso soll ich auf ihn warten? Du haftest genauso wie er. Das sind Familienschulden. Ich rate dir zum letzten Mal zu bezahlen. Na schön. Wie viel schuldet er dir denn? Das war vor etwa 2 Jahren. Da habe ich ihm $5 geliehen. Das macht bei 20% Zinsen in der Woche etwa alles zusammen. Ich mache euch einen Sonderpreis. Sagen wir $400, alles in allem. Was? 400? Das ist Wucher. Ach, wer redet hier von Wucher? Das nennt man Kapitalgewinn. Ach, so viel habe ich nicht. Und selbst wenn ich es hätte, würde ich es dir bestimmt nicht geben. Ich kann dir nur mich selbst anbieten. Hm? Bist du bereit? Du bist mir zu alt. Wer kann mit dir alten Schachtel noch was anfangen? Du wagst es mir eine Ohrfeige zu geben, du klapprige Spinatwachtel? Na warte, das kriegst du wieder. Ah, jetzt gib mir ein Licht auf, das hat Sam dir beigebracht. Scher dich zum Teufel, du Anlagenberater! Ich gehe nicht eher von hier weg, bis ich mein Geld von dir gekriegt habe. Jetzt werde ich dir noch ein paar Zinsen dazu zahlen, wenn du willst. Schulde ich dir jetzt noch was? Nein, vergessen wir es. Ist schon gut. Verschwinde. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Du hast was vergessen. Das muss ausgerechnet mir passieren. Bitte, was habe ich denn getan, dass du mich so behandelst? Hast du doch noch mal nach Hause gefunden. Wer sich lange nicht sieht, streitet sich auch nicht. Bist du verrückt? Wie kommst du dazu, mich zu schlagen? Während du in der Kneipe herumgehockt hast, wäre ich hier fast umgekommen. Diese Ohrfeige hast du dir verdient. Entschuldige, das tut mir leid. Nicht alles kaputt. Das kostet nur Geld. Da hättest du auch früher schon mal drauf kommen können, anstatt dir überall etwas zu leihen. Jeden Tag stehen die Gläubiger vor der Tür. Ich mach das nicht mehr mit. Ja, es tut mir wirklich leid. Was sagst du jetzt nur?
Mach den Besen nicht kaputt, das bringt Unglück! Es war ein Unglück, dich zu heiraten. Oh, bitte. Du kannst wirklich von Glück reden. Du hast mir noch nie einen Cent geschickt. Was glaubst du eigentlich, wovon ich lebe? Von frischer Luft, was? Na, warte! Das ist nicht wahr! Lass mich sofort runter! Was will ihr ein? Lass mich runter! Das muss ich mir von dir nicht gefallen lassen. Ich habe dir Geld geschickt. Nein, und das wird sie jetzt auch nicht. Lass sie los. Was? Du schon wieder? Das darf doch nicht wahr sein. Du wagst es, meine Mutter zu schlagen. Warte, Foggy. Das ist dein Vater. Was? Das ist mein Vater? Oh je. Begrüße deinen Vater. Tag, Vater. Hör doch auf, oder sagst du zu jedem, der einen Bart hat, Vater? Ah, jetzt verstehe ich. Du bist ein bisschen... Was heißt das? Na ja. Oh, glaubst du vielleicht, dass ich einen anderen Mann hatte? Du hast eine schlechte Fantasie. Ich habe ihn adoptiert. Oh, nein. Diese hässliche Filzlaus hast du also adoptiert. War denn kein Hübscher aufzutreiben? Oh, er ist ein sehr lieber Junge. Sag, hast du mir nicht eben gesagt, du hättest mir Geld geschickt? Aber ja, ich hab's dir ganz bestimmt durch die Bank überweisen lassen. Nichts habe ich gekriegt. Das ist doch wieder nur eine von deinen Geschichten. Du hast es nicht gekriegt? Nur keine Angst. Ihr Geld ist dir bestens aufgehoben. Hey. Ich packe sofort für Sie in den Safe. Ja? Es wird auch Zeit. Ich mag keine Schwätzer. Ich mag Schwätzer sogar ganz besonders. Was sagen Sie? Um Ihnen die Visage zu polieren. Dann kann ich Ihnen ja, vertrauen. Ja, natürlich. Danke für Ihren Besuch. Keine Ursache. Vielen Dank. Okay, beehren Sie uns wieder. Was willst du hier? Los, mach, dass du wegkommst. Wir sind eine respektable Bank und verschenken nichts an Schmarotzer. Augenblick. Wir sind hier nicht als Bettler unterwegs. Wir wollen deinen Herrn sprechen, um mit ihm etwas zu bereden. Ist es was Geschäftliches? Ja. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich bin hier der Chef. Nehmen wir nur herein. Ja, dann sind wir ja an der richtigen Adresse. Ja, er hat über deine Bank meiner Mutter Geld angewiesen. Aber das ist nie angekommen. Genau. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass ihr ein Halsabschneider seid. Oder liege ich da falsch? Hey, ihr wollt doch nicht meinen guten Namen in den Schmutz ziehen, indem ihr mir Unterschlagung vorwerft. Seht euch nur mal diesen Stall an. Oder hier diese goldene Kette, die vielen Ringe an meiner Hand. Seht nur diesen Goldzahn. Glaubt ihr, ich hätte euer lausiges Geld nötig? Das glaubt euch eh keiner. Wie wollt ihr das auch beweisen? Das war's nur unserer Sorge sein. Hier, die Einzahlungsquittung. Weshalb sollen wir plötzlich den... Lasst uns das in Ruhe klären. Das ist wirklich eine sehr heikle Angelegenheit, ja? So, jetzt gib uns sofort unser Geld. Oder wir machen dich fertig. Das wollen wir doch sehen. Was soll denn das sein? Kung Fu! Den übernehme ich. Ja, schön, wenn du meinst. Dann wollen wir dich mal kraulen. Achtung, dein Ellenbogen. Bist du vielleicht Linkshänder? Schön das Ärmchen strecken. Eine Spinne könnte denken, du wärst mit ihr verwandt. Zwerchfellsausen. Jetzt machen wir ein bisschen Karussell mit dir. Hilfe nicht, lass mich runter, mir ist schwindlig. Wiedersehen. Na, willst du noch mehr vom Himmel sehen, Kleiner? Hä? Oh.
Vater, ich schaff's nicht allein. Vorher hast du doch die große Klappe gehabt, jetzt mach's auch. Ja, ihr seid zwar aufrecht hier reingekommen, aber ihr werdet im hohen Bogen mit dem Hintern zuerst hier rausfliegen. Ja, mach, mach. Mir ist plötzlich ganz schlecht. Versuch's doch mal auf der anderen Schulter. Ja, gute Idee. Das halte ich nicht aus. Das ist die Überweisung von Januar. Die nehme ich als kleine Zugabe. Ich habe nämlich heute einen Ernst. Nein, das sind ja auch noch, ich sehe gar nichts mehr. Heute ist der Tag des Roten Drachen, des Schutzpatrons meiner Nase. Gib das her! Gib das her! Oh, echt Gold! Nein, die kriegst du nicht! Komm, mein Hündchen, komm, komm, komm! Halt! Wo ist meine Kette? Wo ist meine goldene Kette? Die ist bei ihrem rechtmäßigen Besitzer. Ihr Götter der Moneten, ihr müsst mir helfen! Und ob ich dir helfen werde, das weiß! Meine Nase! Jetzt ist sie genauso rot wie meine. Jetzt geh schön auf den Eimer, so? Setz dich! Super schön an! Das ist auch gut für die Haare! Hier, trink einen Tee, aber Vorsicht, er ist heiß. Ha, das Kung-Fu von diesem Bankier war wirklich nicht schlecht. Das sah nur so aus, weil du so miserabel warst. Das stimmt. Weshalb bringst du es mir nicht auch bei, dann könnte ich vielleicht gewinnen. Was soll ich dir beibringen? Die trinkende Faust. Die trinkende Faust? Dir Kung-Fu beibringen, dazu bist du zu blöd, zu faul und viel zu unbegabt. Und dazu noch die trinkende Faust. Mutter hat mir schon ein bisschen gezeigt und gemeint, wenn du wieder Foggy, da wärst... was redest du so viel? Zeig ihm doch lieber, was du gelernt hast. Du hast recht. Fast wäre es schief gegangen. Aber ist es nicht kaputt? Was war das für eine Kampfart? Er kämpft wie eine Oma. Hat er das etwa von dir, mein braves Mittelchen? Jetzt reicht es mir aber. Er ist genauso dein Sohn wie meiner. Also bring ihm was bei. Es ist deine Pflicht. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Dir die trinkende Faust beizubringen, das lernst du nie. Dazu bist du zu blöd. Kellner, ich möchte zahlen. Dann Fleischklößchen, süß. Sofort. Mach 3,25. Was? So viel? Bist du sicher, dass das stimmt? Aber natürlich, seien Sie es ja mit dabei. Na, Vater? Was tust du hier? Mutter hat gesagt, ich soll dir nachgehen. Warte einen Moment, ich muss mal. Na
Mal sehen, wann dieser Dummkopf das merkt. Da muss er schon früher aufstehen, um Sam den Trinker zu überlisten. Wolltest du mich etwa loswerden, Vater? Red kein Blödsinn. Ah, geh und sag deiner Mutter, dass ich hier bin und auf sie warte. Hey, das ist nicht nett von dir, Vater. Mutter hat mir versprochen, du bringst mir die trinkende Faust bei. Betrunken kämpfen ist gefährlich. Hey.